Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 68 auf, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes. Berichterstatter ist Herr Caspar. Zu Drucksache 5059 aus 19 zu 4986 aus 19 zu 4656 aus 19. Herr Caspar, Sie haben als Berichterstatter das Wort. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen den Bericht. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der LINKEN und der FDP bei Enthaltung der SPD den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/5023 in dritter Lesung anzunehmen. Danke, Herr Caspar. Wir kommen also zur Abstimmung über diesen Gesetzentwurf. Wer dem Gesetzentwurf die Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen die FDP, Enthaltung, SPD und LINKE. Damit ist dieser Gesetzentwurf angenommen und wird zum Gesetz erhoben. Ich rufe auf